Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic 2015. Das letzte Mal habe ich in Innistrad noch zuletzt aufgeräumt und in Innistrad Liliana besiegt. Die Quest bzw. alle Duelle habe ich dort abgeschlossen. Ich habe halt mehrmals nochmal dieselben Gegner besiegt im Erkundenmodus und habe Innistrad jetzt hundertprozentig die Karten. Als nächstes müssen wir Theros noch ein bisschen aufräumen. Da gab es noch ein paar lästige Gegner, soweit ich mich erinnere. Zum Beispiel diesen tückische Felsen, die verborgen da liegen, die das sehnsuchtsvolle Lied der Sirenen, die Geister der Ertrunkenen. Kannst du solche Gefahren überstehen? Das werden wir versuchen. Einfach versuchen. Na, Mulligan auf 6 hat er genommen. Bei mir sieht es jetzt auch nicht gerade besser aus. Wenn ich noch ein Land bekäme. Aber darauf kann man nicht zählen. Schlecht. Ganz schlecht. Übel. Mulligan auf 4. Ganz schlecht, würde ich mal sagen. Dann habe ich bald keine Handkarten mehr. Wense Hellsicht 1 an. Und schon geht's weiter. Mit allen Angreifen, mit einer 1-1. Na, wenn ich das noch reißen kann, das wäre es ja. Mein Gegner hat zum Glück keine Probleme im Mana, wie es scheint. Schade. Topwerte und dann die Kraft, was am Ende des Zuges. Nice. Das heißt, immer wenn er wieder drankommt. Theoretisch. Schöne Karte. Fehlt mir das Mada. Mada. Gut, das bringt ja nichts. Also Angriff. Er kann sich damit Blocker vom Hals schaffen. Ja, fliegende die Kriegsziele. Okay. Fliegend 1-3. Tja, mir fehlt immer noch ein Land. Und jetzt kann ich nicht mal mehr angreifen. Aber das bringt doch nicht viel, weil. Genau. Der zählt jetzt auf den und ja. Hätte beides was, wenn ich mit dem einen. Noch einer. Okay. Jetzt wird's mal Zeit für ein Land. Noch einer. Okay, gut. Dann. Tod allen Feinden. 3 Schaden für alle. Immerhin konnte ich mal aufräumen. Den. Er ist kein Zombie, aber. Ah, wenn ich jetzt ein grünes Mana bekäme? Das ist kein grünes Mana. Dann hätte ich nämlich das Grabdegicht spielen können und dann wäre der kein Problem mehr. Ja, mit Ländern hat er wirklich kein Problem. 1 könntest du mir abgeben, oder? 1. Das falsche Land. Ich brauche genau gesagt einen Wald. Ein Wald und all meine Probleme lösen sich in Wohlgefallen auf. Die Chance, einen Wald zu ziehen bei meinem Deck ist jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr.
Wald, Wald. Ein Wald gleich getappt ins Spiel, ein Wald so. Leider kann ich mit den Mana noch nichts anfangen. Aber nächsten Zug. Da geht was. Okay, ich kann mich abschießen mit seismischer Schlag. Oder damit. Erstmal das Grabdickicht wirken. So, ich habe einen Blocker. Danach der seismische Schlag ist besser. Also hätte ich gesagt Blitzkaranos. Auf der Kreatur, nämlich dich. Dann kann ich auch Hellsicht wirken. Will ich dich haben? Ja. Gerne. Ich mag diese Karte, die jetzt gleich kommt. Die will ich maximal drin haben. Das ist eine 1-1 mit Erstschlag für 3 Mana und immer wenn eine Kreatur stirbt, kriegt sie +1/+1. Dauer. Das können wir gleich kombinieren. Hand seines Besitzers. So, erst dich und dann kombinieren, wollte ich? Nein. Dann schießen. Seismischer Schlag. Bam. Und meine wird ein 2-2. Die auf die Hand zurückzubringen, wäre böse. Leider kann ich ihn nicht aufhalten. Dafür ist die Karte zu kostbar. Die Kreatur. Ein Mana, gut. Bringe bis zu deinen Gegner auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Ein Glück bloß auf die Hand zurück. Okay, kommt das Dickicht wieder. Und der kommt wieder. So, jetzt hat er eine leere Hand. Na, und ich habe 6 Leben. Er hat einen Mana gezogen. Ja! Das bedeutet... Ich bringe dich ins Spiel. Und du bekommst Erstschlag. Und +3 Angriff. Da kann seine 2-5 nur einmal blocken. Und das tut sie zum Glück auch. Yes, sie ist weg. Ich denke, jetzt habe ich die Kurve bekommen und jetzt werde ich ihn fertig machen. Außer er spielt jetzt irgendwas Episches. Wie zum Beispiel ein Land. Unglaublich episch. Zum Angriff! 10 Schaden in your face! Eine Kreatur. Die. Okay. Das macht nichts. Das ist trotzdem das Ende. Ich kann sie alle jetzt ziemlich gut pushen.
Und jetzt kommt Maximum Damage durch. Neue Karten sind jetzt freigespielt worden. Theros, ein neuer Booster Pack. Okay, zweiköpfige Cerberus. Ja, modifizieren. Okay, Ende der Reise hatten wir gerade gesehen. Artefakte der Verzauberung. Nemesis der Sterblichen. Das muss doch gleich nochmal ins Deck rein. Schon wieder der Zweizack der Tasa. Hatus Sinus. Fliegen, Windengelegen. Hält sich 2 an. Der gepeinigte Held. Getappt ins Spiel. 1 und 2, 1. Überwinde einen Zauberspruch, wächst. Verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Du hättest so viele Lebenspunkte dazu, wie auf diese Weise Lebenspunkte verloren wurden. Ganz nett. Ganz nett. Diese Schlange, die will ich im Deck haben. Die will ich im Deck haben. Was kommt dafür raus? Irgendwas Großes. Also, halt nah. Die Karte, die bringt absolut gar nichts. Dafür will ich diese schöne Schlange haben. Nemesis der Sterblichen. Ist ziemlich geil. Die kommt auch immer recht früh raus, wenn man so einen richtig guten Fight sich gibt. Na gut. Das Deck wurde schon mal ganz gut gepusht. Dann danke ich fürs Zusehen. Like nicht vergessen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.